letzter Tag auf der ISH in Frankfurt. Ein paar Stunden haben wir noch, wie die Stimmung in diesem Jahr war. Darüber sprechen wir jetzt mit Marco Staudt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Staudt, ich habe es gerade gesagt, ein paar Stunden haben wir noch. Wie haben Sie denn die ISH erlebt nach 4 Jahren wieder live? Also für mich persönlich war es die erste ISH in der neuen Funktion als Hauptgeschäftsführer des BDHs und es war sehr beeindruckend für mich. Und nach 4 Jahren Pause muss man ehrlicherweise sagen, ich habe nur lächelnde Gesichter gesehen. Alle sind freudig, alle sind happy. Es war eine tolle Messe mit vielen Begegnungen, mit vielen Menschen. Und ich denke, die Besucherzahlen werden es auch zeigen, dass es richtig war, wieder eine physische Messe durchzuführen und dass die Branche spannend ist, gerade in diesen Tagen. Man kann in jeden Fernsehkanal schauen, in die Zeitungen schauen. Überall ist das Thema Wärme, Heizen präsent und das hat man hier auch auf der Messe gespürt. Gutes Stichwort, der Wärmesektor ist ja wirklich tatsächlich sehr, sehr stark in den Fokus der Politik gerückt. Wir haben das GEG mit dem Vorschlag, dass ab nächstem Jahr bereits neue Heizungen mit 65% erneuerbare Energien betrieben werden sollen. Wie ist da der Stand der Dinge und wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Ja, also es ist ja ein inoffizieller Entwurf, den wir nur kennen. Es hat heute auch nochmal das Wirtschaftsministerium betont. Es sind erste Überlegungen, die wir kennen. Deswegen haben wir gesagt, kommentieren wir die in der Form jetzt noch nicht ausführlich. Natürlich ist das Thema bekannt. Es gibt seit dem Koalitionsvertrag ist es bekannt, das Thema, dass es kommen wird. Natürlich war uns auch immer klar, die spannende Frage ist, wie wird es umgesetzt? Ja? Uns ist wichtig, dass man hier den ganzen technologischen Lösungsraum nutzt. Das haben ja auch immer wieder betont, auch bereits letztes Jahr im Rahmen der Befragung der Ministerien zum Eckpunktepapier. Die Heizungsindustrie, das hat man auch hier auf der Messe gesehen, bietet unheimlich viele Lösungen an, um die Klimaziele zu erreichen. Entscheidend ist ja neben der Technologie, welche Energie wird eingesetzt, beziehungsweise wie hoch ist der CO2-Impact der Energie, die eingesetzt wird. Und auch das haben wir immer wieder als deutsche Heizungsindustrie und als BDH betont, dass es wichtig ist, dass wir die Defossilisierung in allen Bereichen vorantreiben. Das heißt im Strombereich, ja, auf der Gasseite und auf der Flüssigseite. Und das halten wir nach wie vor für den richtigen Weg, weil das hat das Medienecho auch gezeigt auf diesen geleakten Entwurf. Die Wärme ist ein Grundbedürfnis für die Menschen und sie muss für alle darstellbar sein, sie muss für alle leistbar sein. Ich sage immer, heizen muss jeder. Autofahren, was ja auch immer zu einer großen Diskussion führt, wie werden wir in Zukunft Autofahren? Autofahren muss gar nicht jeder. Und deswegen glauben wir, muss man die Menschen, muss man praktikable Lösungen an die Hand geben, dem Handwerk auch, ja. Und das sind Dinge, die wir immer mitgeben und wir brauchen natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit aller Akteure, vor allen Dingen das Handwerk dann auch. Die stehen beispielsweise dann am 1. Januar 2024 beim Kunden und müssen dem eine Lösung einbauen, die konform ist zu der Gesetzeslage. Deswegen muss man auch jetzt mal zeitlich schauen, ist das überhaupt noch darstellbar? Ja. Ist das überhaupt noch machbar? Weil die Vorlaufzeit für die Projekte, die beginnt ja praktisch jetzt auch schon in diesem Jahr für das nächste. Also da gibt es noch viel zu diskutieren. Wir werden hier unsere Expertise einbringen. Jetzt ist die Politik am Zug. Die Politik muss erstmal untereinander klar werden miteinander. Das können wir ja hören und sehen, auch hier auf der Messe bei den Podiumsdiskussionen, wo man dann merkt, wie die Ampel miteinander auch ringt gerade um die richtige Umsetzung. Aber wir machen als Heizungsindustrie ein technisches Lösungsangebot und dann liegt es an der Politik, das anzunehmen. Marco Staudt, vielen herzlichen Dank und noch eine schöne Restmesse. Danke. Das war's von uns aus Frankfurt. Mehr Stimmen von der Messe, die hören Sie nächste Woche hier bei SHK TV und natürlich auch ein ausführliches Messefazit. Gerne wieder reinschauen. Bis nächste Woche.